Hey und willkommen, ich bin Herbert. Ich fange mal neu an. Okay, so. Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir spielen immer noch eine Runde des grandiose Payday 2 mit Sturmwaffel und Max. Seid ihr noch dabei? Wie gefällt's euch? Ja, Zwischenstand. Tomo arigato, Mr. Roboto. Ja. Okay, ich überlege jetzt einfach mal, es gefällt uns wahnsinnig gut. Ich spreche jetzt einfach mal für Sturmwaffel mit. Dankeschön, Max. Ja, die erste oder die zweite Folge bei uns mittlerweile, das war ja eigentlich relativ easy. Kleine smarte Number haben wir gemacht. Und jetzt haben wir uns eine etwas schwierigere Karte rausgesucht. Und ja, zwar den Nachtclub. Platz Nachtclub, genau. Ja, Vlad, immer mit Vlad, Alter. Wie Vlad? Die Platztagsdauer bindet uns einen Tag. Erfahrung würden wir eine ganze Menge sammeln. Und Geld auch. Payday ist dann 155.000. Ja, das ist so geil. Das ist so geil. Also, ich meine, dann können wir jetzt erstmal ein bisschen auf den Dancefloor, ne? Richtig. Also, die Moves wie Jäger, ne? Sag mal ja, im Deutschen. Die Moves wie Jäger. Ja, ich hab die Moves wie Jäger. Ich hab die Moves wie Jäger. Oh, seht ihr auch den smarten Typen hier? Ist das Vlad? Ich glaube schon. Das ist aber ein cooler Typ, ey. Die smarte Mind, oder was? Ausgerüstet, immer schön hier die neuen Sachen raussuchen. Oh, also, ne? Ich mach mal Untertitel für ihn. Munitionsbeutel oder die Sturmwaffel. Smart ja. Mind. Sturmwaffel, nimmst du bitte die Munition mit? Munitionsbeutel habe ja, Beutel? Dann nehme ich die Stolpermine mit. Okay, hey, Munition. Wo kann man das denn auswählen? Munitionsbeutel aber nur, ne? Ja, gut. Dann nehme ich die Arzttasche oder was? Richtig, richtig. Macht Sinn, ne? Ja, das du gerade auch schon. Drin hier. Das ja, kann ja. Ich überhaupt nicht enden. Nee, ich habe zwei Orks Möglichkeiten. Eigentlich. Ich habe ja schon hier ein bisschen upgegradet. Ja, du bist ja auch voll fett im Game. Bin ja, Glas OG, Alter. Bereit hier. Krasser ready to swap. Typ. So. Das musste nochmal sein. Oh, ist das alles spannend. So. Das ist mal der fette Gena. Ja, super. Gameplay. Ist nicht dunkel hier, ne? Überhaupt nicht. Ja, echt, ne? Bei mir ist total hell. The Tasteful. Ach, guck mal, hier ist der Nightclub, Alter. Oha. The Tasteful. Warte, wir müssen das im Michael Jackson-Style gehen wir da rein. Ali. Alter, direkt an ihm vorbeigehen, was merkt man, wie er aussieht. Okay, das Tattoo ist voll niedlich. 1, 4. Oh. Wow! Ey, was ist denn hier los? Was ist das denn? Thomas, was machst du? Ich hab nichts getan. Alter. Ich hab den angetanzt, meine Güte. Wenn er das nicht ab kann. Ich muss ihn, glaube ich. Ja, gut, dann Maske auf, ey, komm. Mach mal ready to slurp, Moment, ey. Das juckt in der Nase, so alles gut. Das juckt in der Nase, ja? Ey, wie seid ihr? Ich bin gerade völlig verwirrt, ey. Runter, runter, runter und dann zeige ich euch meine Moves wie Jäger. Los. So, runter hier. Runter, runter. Dieser typische Alter! Könnt ihr euch beide mal einmal auf den Dancefloor stellen? Das würde ich ganz gerne von vorne mal festhalten. Ja, gleich. Moment. kennst du noch Panic Room? Ja, natürlich. Ja. Ja, und da kennt ihr doch diese Einbrecher mit Forrest Whitaker und sowas. Die sind ja eigentlich gar nicht böse. Aber dieser eine, der rastet völlig aus und schießt nachher da alle Leute ab und sowas. Und das ist Sturmwaffe. Es gibt immer diesen einen Typen, der zu früh die Waffe zieht und völlig ausrastet. Ich habe nichts getan. Ich habe den rückwärts angetanzt. In dem Sinne. Oh, Alter! Ich bin schon down von so einem scheiß Türsteher. Super. Der lebt immer noch! Was sollen wir denn machen? Hilf mir mal bitte! Ich sterbe! Ich sterbe! Hallo! Sag mal, könnt ihr zuhören? Hallo, ich sterbe! Ja, ich will mal kurz ihm helfen hier. Was ist denn los, Max? Wir sollen in das Büro einsteigen und ich bin fast tot. Von wem denn? Und den Safe suchen. Ich wollte das nur mal sagen, weißt du, weil ihr läuft ja alle wild durch die Wohnung, sag ich schon, durch die Gegend und keiner hat einen Plan, was wir machen sollen, so wild unanierend hier. Steig in das Büro. Ja, gehen wir doch jetzt ins Büro. Obens ist oben. Ja, aber erstmal die Kohle mit hier, Alter. Das ist das Erste, was ich tue. Alter, gib mal her, die Scheiße hier. Ja, ist alles normal oder was? Sag. Wie kommt man denn da rein? Wir müssen definitiv. Ja. Nee, da müssen wir nicht raus. Wir müssen nach oben. Ja, aber doch, wir lassen mal gucken. Aber oben kommen wir nicht. Ah! Aber hier steht doch schon, dass wir nach oben sollen. Ja, ja, aber das da wo. Ich bin ab. Oh nein, schade. Sturmwaffel, da war doch schon richtig. Nee, hier, da ging's nicht weiter. Mal, hier ist richtig, Leute, hier ist richtig. Ja, da, genau, da. Ich muss dir was anbringen. Bora, kommt ihr ja, bitte? Ja, wir sind auf dem Weg, ey, da bleibt locker. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr böse? Nee. Nein, wir sind nicht böse. Nee, aber hier ist Chains ist schon bei mir. Ja, Change ist Change, Alter. Ich kann es nicht mal mit dir. Mach mich alle wahnsinnig. Hier runter mit dir, Madame. Und zwar sofort, Alter. Stay down. Alter. So, ich habe hier nochmal eben im Kabelbinder hier weggemacht, ne? Weggesplashed. Ich mach nochmal ein bisschen DJ-Pult hier. Alter, hier, das Ding mach ich kaputt, Alter. Was soll das hier? Mach mal die Mugge aus hier. Put the rest up in there. Don't get stupid now. Ey, was? Wer hat mir meine fetten Turntables kaputt gemacht? Ey. Ich war das. Du bist echt. Weißt du, das ist unglaublich. Ey, das dauert noch 145. Ey, ich werde hier angeballert. Was geht? Ey, Leute. Wo kommen die denn her? Okay. Ey, ach, kommen die vom Hinterhof oder was? Wo kommen die denn, Mann? Was seid ihr Hinterhof für die? Ja, ein bisschen helfen hier. Aber du schaffst das schon. Alter, völlig Rampage. Wo kommen die denn her? Runter! Meine Güte. Oh, hier links. Also aus dem Lagerraum hier. Parkhaus. Ich sehe nichts. Das ist wahnsinnig dunkel. Meine Güte, die fressen aber auch ganz schön viel, ey.
Sag mal, hier kann man nicht durch. Von rechts? Kann man ja. Ein bisschen heller machen? Ich sehe ja gar nichts. Grafik. Ist drauf, ja? Helligkeit. So, drehen wir mal richtig schön auf hier. Was ist denn los? Ich sehe nichts. Hier mit eurem blöden Rauchbomben. Das ist richtig unfair. Das ist auch vollkommen unnötig einfach. Ich habe die Helligkeit mal ein bisschen hochgedreht hier, weil ich sehe sonst nichts. Oder eher die Zuschauer sehen sonst nichts. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, ich gucke gerade, was auf dem Dancefloor abgeht, wenn man die neue Scheibe auflegt. So, 90 Sekunden brauchen wir noch. Habt ihr früher Stopptanz gemacht? Ein bisschen, ja. Auch mit dem Luftballon so zwischen dem Kopf, ne? Das gibt den Splash an hier ab hier. Stopp. Warum kann denn nur der Chains dahin, der blöde Sack? Ich kann den nicht durch. Management. Bohren noch ganze 70 Sekunden. Irgendwie ist das doch sehr einfach hier, habe ich das Gefühl. Down on the ground. Pöbel mich mal nicht von der Seite an hier. Komm, Haxen. Ey, der Drucker, so der Drucker. Der Dancefloor ist komplett voll. Alter. Der Dancefloor ist komplett voll. Was macht ihr da unten? Ich hab keine Munition mehr. Ah! Oh Gott, oh Gott. Ey, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Jetzt mal ernsthaft. Warten auf den Bohrer. Der Bohrer ist hängen geblieben. Warum achtet da niemand drauf? Der ist gar nicht hängen geblieben. Ich clean mal den Dancefloor hier. Ja, aber dann müsst ihr auch mal von hinten gucken, ob das jetzt hier läuft. Oh, warte, wie ging denn nochmal das Lied? There's a murder on the dancefloor. Kennst du das? Oh Gott, das war das Tony Braxton, ne? Genau. Wow, warum werde ich denn hier so abgeschossen? Wo ist denn hier jemand, bitte? Ey, ich hab echt gerade ein bisschen Para hier so. Chains, Alter, komm mal mit jetzt hier, Meister. Hallo. On the dancefloor. Habt ihr den Dancefloor geklärt oder was? Ein bisschen, aber ich hab hier auch. Die haben auch einfach eine Rauchgranate. Alter, was ist los mit denen? Die stehen alle wieder auf, die sollen mal wieder runter hier. Hier ist noch eine Rooftop-Bar. Oh, hier draußen ist einiges los, ne? Geht dann die Party? Ich mich jetzt nicht alleine hier lassen, Leute. Ja, ich bin schon auf dem Weg, Nein. Ey, die machen den Dings da kaputt. Ja, wieder zurück. Bohrer, ja, ich bin auf dem Weg. Ich lauf hier wie die. Ich lauf wie. Oh, der Chains ist dabei, weißt du? Oh, hallo. Geh mal rechts rum. Don't talk, Alter, don't talk mit mir. Spiegel sie mal. Könnt ihr mal kurz rausgehen, bitte? Ich clean das mal hier eben. So, warte, der Bohrer. Ich sag die ganze Zeit Drucker, wie komme ich auf Drucker, verdammt nochmal. Ach, krass, da ist er so reingerollt, so wie so ein Splasher, so ein kleiner hier. Wie du da stehst, stell ich mir bitte nochmal davor. Aber guck mal, wir hätten auch einfach die Schlüsselkarte organisieren können, ne? Zack, ey, sieht also so oder richtig aus. Ach, Schlüsselkarte hin oder her. Warum einfach, ne? Wenn es auch schwer gehen kann. Rein kommen wir so oder so. Wow, ist das ein Bulle gewesen? Ach nee, Quatsch. Ja. Eine Sekunde noch, Achtung. Und die Tür. Du es auch mal heller machen. Die Tür ist oben. Bei mir ist super. Nee, ich hab mich gerade nur erschrocken, weil du recht schnell. Alter, ich nehme die ganze Kohle hier mit Leck. Ich bin leer. Oh Gott, wie machen wir das denn hier? C4? Hast du C4? Hat jemand C4? Ich hab ein Dings da schon dran gemacht, jetzt ist egal. Aber ich hau mal die Lampe hier weg, so. Kann man das Geld nehmen? Hab ich schon. Aber da ist noch mehr Geld. Für Geld. Ja, mach mal ein bisschen Rampage hier. Guck mal, ey, Geld. Zack. Guck mal, hier mal ein bisschen aus dem Fenster splashen, so. Hier auch nochmal, zack. Die Mucke ist derbe cool. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Collateral hier im Club mit Ready Steady Go von Moby. Hast du da nicht letztens schon von gesprochen? Ich liebe Collateral einfach. Ah, ich habe einen Zivilist getötet. Guck mal, weil ich gerade so angefixt durch Collateral war, weißt du? Sieht man irgendwo, wie viel Kohle man hat? Nee. Nee, öffnet den Safe. Ja, wir sind dabei. Wir müssen ein bisschen die Treppe im Auge halten, ne? Ja. Oh, da kommen schon die nächsten. Boah, Alter, wie viele? Ich glaube, ich mach mal kurz ein Ferngespräch, wo wir gerade schon mal da sind. Ja, ich geh mal eben runter und sammle die ganze Munition ein. Ey, ihr wisst, dass ihr Muni sammeln müsst, ne? Ja. Wie viel Blut hier liegt, das ist ja unglaublich. Oh, hallo, Leute. Alles gut. Oh Gott, dass die dann immer noch mal aufstehen, ey, das ist ja... Wie nervt mich der? Nein. Oh. Alles gut, Mann. Nee, das ist ja... Bin schon wieder gestorben, ja, wenn mich mal jemand safe, dann mach ich das hier eben. Safe dich. Dabei. Nein! Oh. Huh. Ups, wem habe ich hier angeschossen? Entschuldigung. Es wäre so cool, wenn wir die Tür wieder zumachen könnten. Ja, eigentlich schon, ne? Das sind so die banalen Dinge, die das Spiel wirklich perfekt machen würden. Die banalen Dinge, die das Spiel perfekt machen würden. Ja, ist doch so. Ja. Na gut, wenn du das hier regelst, dass man jetzt hier mit dem Panzer irgendwie da reinfahren kann, sondern erstmal mal eine Tür zumachen kann. Da unten sind sie doch auch wieder, oder? Ey, hier gegenüber, Mann. Oh Gott. Freundchen, geh mal wieder direkt auf den Boden hier. Ey, was mit der Munitionstasche? Warum schmeiß ich die hier nicht hin? Was ist los mit mir, Alter? Ich splash mal hier eine Runde, warte. Ich hab doch Stolperminen, Leute. Komm mal alle warte, ich hab doch auch eine Munition. Komm mal bitte nach oben. Ja, ich bin dabei. Ich wollte nur ein bisschen aufräumen. Warte, wie krieg ich die da dran? Oh, da ist einer, warte. Oh Gott. So, guck mal hier. Stolpermine angebracht. Zack, ey. Ready for splash, ey. Wo hast du die angebracht? Bam. Direkt in der Tür hier. Machen wir gleich die nächste nochmal. So, ja, da kommen schon wieder welche. Wieder. Ja, warte mal, ich muss doch die nächste hier irgendwie noch anbringen. So. Boah, ich bin einfach nur. Wow! Ja, die kommen jetzt hier auch von rechts alle. So, komm auch von oben direkt. Da ist doch noch einer. Scheiße, die laufen da die ständig rein. Meine Güte, Alter.
Ich hab die Munitionskiste gar nicht mehr. Ey, der Bohrer ist hängen geblieben. Ja, ich bin schon dabei. Ich hab doch drauf geachtet, Mensch. Leute, Teamplay. Ja, gibt's nicht. Zählt nur das Überleben hier. Ey, da unten sind sie schon wieder voll am Start, ey. Der Dancefloor ist prall gefüllt. Ah, Quatsch. Das ist gar nicht mehr los, ey. Aber der Laden läuft jetzt besser als vorher, er sagt. Könnte man stimmt, das kann man echt nicht sagen, oder? Soll mal dankbar sein, dass wir hier ein bisschen Party machen, ey. Ein bisschen promoten hier, obwohl ich das Display, Wie schmeiß ich nochmal die Tasche? Mit G. Warte mal. Was liegt denn hier, Ike? Wer von euch hat denn diese Medizinertasche? Ich. Ja, dann liegt das doch mal dahin. Ja, okay. Oder nee, warte, mach noch nicht, Ja, warte, ich hab. Liegt auf dem Tisch. Hab ich, liegt auf dem Tisch. Cool. Weißt du, mit welcher Taste mache ich das? Mit G. Ach, auch meine Arzttasche. Ja, genau, musst du dann gedrückt halten auf eine richtige Oberfläche. Erwischt, mein Freund. Boah, Alter, wie viele diese SWAT-Typen aushalten. Bleib liegen. Ey, was geht? Also, welche Taste war das? Was von Snipers gehört? Ey, Sniper gegenüber. Warte, ich hab ihn. Wo denn? Hab ihn schon. Arzttasche liegt jetzt hier. Wo denn? Auf dem Tisch. Ach da. Wie geil die aussieht, Medic. So einen schönen Koffer einfach mal mitgebracht. Wo war denn der Sniper? Ist der weg? Wollen wir Doktor-Spiele machen? Du hättest dich auch Dr. Bergmann nennen. Oh Gott, die ist ja schon weg. Den Doktor-Titel muss ich mir erst mal dienen. Ja, kriegen wir hin. Ach, guck mal hier. Ah nee, hä? Munition, verdammt. Die Munition ist leer, sehr gut. Nee, ich könnte noch nehmen. Ich nicht mehr. So, ich habe jetzt voll. Boah, Alter, wie sieht von da drüben aus? Wer steht sich immer mitten in meinem... Sag mal, wann ist denn dieser komische Bohrer fertig? Das war ewig und 3 Tage. Ja, da steht doch da. Und zwar genau in 90 Sekunden. Bei mir waren es 90, aber okay. Ey, die kommen hier die Treppe hoch. Was? Hast du noch Sprengfallen? Nee, leider nicht mehr. Ah, hier ist wieder Scharfschütze. Alter, wie sie ausrasten hier. Ist ja nicht normal, ey. Polizeivorstoß im Gange, ne? Leute, immer Vorsicht. Boah, die kommen hier durchs Fenster! Wo, Alter? Ich bin einfach komplett irritiert. Ich habe seit 2 Minuten nicht mehr geschossen. Geht der Backup? Oh, du musst den Bohrer wieder aktivieren. Ja, ist alles cool, ich hab dich. Oh, ist das alles wieder spannend, ey. Das hätte mal heller sein können. Ich hätte mal die Lampen kaputt machen sollen hier. Wo denn? Hier ist irgendwo... Alter, einer an der Treppe, aber Treppe ist tot. Ach, der steht hinter uns hier. Doch, krass. Geht mal, ey. Komm, auf die Fenster. Komm, der noch. Geht ab. Komm weg mit dir, ey. Warte, da ist ein Sniper noch. Achtung, boah, ich bin gleich tot, ey. Sniper hab ich. Oh Gott, ich krieg aber gerade auch ordentlich rein. Hast du den Sniper erwischt? Ja, einmal aber nur. Okay, einer hier durchs Fenster, gleich 2. Sniper müsste tot sein. Ey, schön die Munition aufsammeln, ne? Gegenüber, oder was? Ja, die Sniper kommen in meinem Haus gegenüber. Alter, was haben die da? War ein bisschen Rooftop-Party oder was? Kommen sie da von oben, dann so, was, hier unten geht die Party, Leute? Weil die kommen tot direkt durchs Fenster reingesprungen. Ich begrüße euch zu der Feier des Jahrhunderts. Ey, könnt ihr, wo seid ihr? Alter, ich krieg auch gerade eine gewatscht, ey. Munition, nimm mal schön Munition mitnehmen, Leute. Ne, jetzt ist komplett leer. Nee, doch nicht, hä? Jetzt ist weg. Aber ich will aufsammeln, was die da verlieren, ne? Oh, was passiert? Ich seh nichts, aber ich werd getroffen. 15 Sekunden noch am Bohrer. Alter, gegenüber. Alter, wer ist er denn? SWAT-Fucker, irgendwie treffe ich ihn nicht. Ich treffe den auch nicht, obwohl der rot angezeigt wird, ne? Bei ihm nur, ja genau. Max, du hast Far Cry 3 gezockt, ne? Ja. Hast du es auch gezockt, Freddy? Nee. Angezockt einmal. Achtung, Leute, Geld mitnehmen aus dem Tresor, bitte. Aber du hast es durchgespielt, ne, Max? Ja. Dann erinnerst du dich doch an diese ekelhaft gepanzerten Leute mit den Flammenwerfer, oder? Die hab ich gehasst, die Spinner. Ich hab mich immer so erschrocken, wenn sie plötzlich Ich hatte richtig kamen. Angst, weil ich wusste, dass ich immer wenig Munition hatte, weil man muss ja immer sehr sparsam sein und dann habe ich meistens das über Granaten irgendwie geregelt. Ja, okay, oder so. Ja. Auf den Transporter warten. Sollen wir dann hier oben bleiben? Hier sind wir ja inzwischen wobei schon wir kommen ein bisschen eingespielt. Unten, das darf man nicht vergessen. Durchs Fenster können wir noch jumpen, oder? Oder brechen wir uns? Ja, das würde ich nicht sagen. Nachher stirbst du. Ich bin in einer Minute da. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Am heftigsten sind diese Taser-Ficker hier, ne? Weißt du, wir haben so viele Polizisten umgebracht. Wäre es nicht einfach sinnvoller, wenn wir uns ein Auto von denen klauen? Da müssen doch jetzt ordentlich was rumstehen draußen. Oh, auf der anderen, hier ist schon wieder ein Scharfschütze. Ich liege. Okay, kleiner Reminder, wir sind jetzt bei 13 Minuten. Jo. Chains liegt auf dem Boden oder hilft Chains dir gerade auf, Herr Berg? Ja, nee, Chains. Nice. Danke. So, und hier rechts gegenüber in der Galerie, da war gerade noch einer. Ja, den habe ich schon runtergeholt. Der ist doch irgendwie markiert. Ja, der ist markiert. Ja, ich bin schon wieder rechts gut, das gibt's doch nicht. Ich hoffe, ihr seid soweit. Ist er da? Ja. Ja, wo sollen wir hin? Und an der Treppe, die habe ich gerade auch geklärt. Ja, lass uns runtergehen. Okay. Perfektion. So, schön nochmal nachladen, bevor wir durchrushen hier, Leute. Vor euch. Boah, hier ist noch Taser. Boah. Alter, die mit dem Gelb, vorsichtig sein, das sind die heftigsten hier.
Ich hoffe einfach, dass ich jetzt gerade ein bisschen Munition hier. Ah, okay, sehr gut. Oh, hinter uns, wo ist denn der eine Typ? Geh einfach hinter uns. Müssen wir komplett raus nochmal? Ja, wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Lass uns durch den Club gehen hier. Jo. Also komplett den Weg zurück? Ach, ja, ich hab den Rücken. Jo. Ey, ich bin gleich tot, ich bin down. Ey Leute, ich bin down, ich bin down. Jo. Stirb alle, stirb alle. Wie mach ich das denn? F? Ja, gib doch. Ja, gut. Ja, gedrückt halten, gedrückt halten. Ja, warum macht denn Chains das auch noch, der blöde Ficker? Da ist einer mit der Shotgun. Das ist natürlich so. Jetzt ein bisschen... Okay, vielen Dank. Kurz nachladen nicht vergessen, Leute. Hier ist noch ein bisschen Geld, das nehmen wir mit. So. Recht hast du. Ich habe jetzt natürlich Angst, dass sie jetzt hier auch gleich sind. Boah, Alter, ey. Ey, wieso? Oh, ein mieses Stück, ey. Ich bin hinter der Bar. Ja, ich helfe dir, ich helfe dir. Alles gut. Du hast eine richtig hübsche Maske, wollte ich gerade sagen. Danke, du auch. Bei den Chains hat die einfach mal direkt die Spitze in den Penis gedrückt. Mann, aber wesentlich. Aber genau. Aber punktiert. Hat er immer den Boden getroffen. Ey, ihr könnt hier noch die Kasse öffnen. Das ist wow, klar, ne? Wow, warum von links? Ja, ey, das Leute, ist mir eigentlich. Ich bin schon wieder, ich lieg schon wieder. Das gibt's doch alles nicht. Ey, das gibt's doch alles nein, du liegst doch nicht. Du liegst nicht. Alles gut, alles gut. So, Chains, Alter, mach das mal jetzt hier. Lass doch mal Chains vorschicken. Rausrennen. Ja, wir können ja nicht rennen, das ist das Problem. Mit Tasche kannst du nicht rennen. Aber hier ist Munition wieder. Ja, weil da auch 1000 Leute gestorben sind. Was, wo ist Munition? Hier, Leute, ihr könnt. Oh, hinter uns, ey, irgendwas passiert hier. Ja, ist doch. Wo? Ja, hinter dir. Wo denn? War ein Typ. Ein wirklich. Das ist sogar noch. Gut. Was hast du denn getan? Ey, ihr könnt hier die Kassen aufmachen und die Kohle rausholen, ne? So, zack, zack. Ja, ist schon weggegangen. Ey, wo ist denn hier einer? Wow! Ich liege. Ja, ich hab dich, warte. So. Hey, wo ist denn der? Hilf ihm auf, hier. Ja, mach ich doch, mach ich Chains, was macht der? Der drückt ja auch eine Spitze im Penis. Ich glaub, der ist falsch. Haben wir das schon mal geklärt in der dritten Folge jetzt hier bei euch? Alter, wie sie ausflippen. Oh hier. Gott, ey. Die müssen wir aber erst clearen, bevor wir da rauslaufen. Ja, wir müssen überhaupt erstmal wissen, wie die Karre steht. Achso, da links. Ja, da links, ja. Ich hab keine Munition mehr von mir. Man kann auch mega laufen. Ey, lass einfach rushen, oder? Ich kann nicht mehr aber sprinten, nicht ne? Rushen. Scheiße. Ey, da sind noch mehr, ne? Ja, einfach, komm, einfach durchrennen, als wäre nichts los. Können wir durch den Laden da gehen? Nee, wahrscheinlich. Das sind ja betrunkene Gäste. Oh, was für eine Party, Alter. was für eine Party. Hauptsache, die haben uns voll viel Geld geschenkt noch am Ende. Voll die Netten, ey. Richtig Alter, gefreut so. Und dann noch der Martini vom James. Da ist es. Chains rettet sich den Arsch. Hier ist doch Polizist. F oder G? Was war die richtige Taste? Check die Taste immer noch nicht. Okay, alles klar. Und dann irgendwie, wie steigt man da ein? Ducken und Duckjump. Nee, einfach hier reingehen. Das ist in diesem... Ja! Super, ihr habt's geschafft. Ich bin so proud of euch, ich bin so fucking proud of euch. Ey, das macht richtig Spaß, ich fängt richtig an Spaß zu machen. Ja, ne? Heilige Mutter. Ja. Für so ein Spiel, was eigentlich ein extrem einfach, simples Prinzip hat, ist es wahnsinnig spannend. Kurz ein bisschen Hetze zu betreiben und jetzt überlegt mal, das Spiel hat 29 Dollar gekostet, 29,99 oder Euro. Nicht Dollar, Euro, mein Freund. Euro, ja. Ja, Dollar ja ist selbe. Wie viel Geld habt ihr bekommen? Level 2, irgendwas, 16.000. Ich habe 16.271. Ja, ich sehe die Kohle gar nicht. Das unten Grün, rechts. Verfügbares Kleingeld in Spesen. Dann habe ich nichts. Keine Ahnung. So ist auch richtig. So soll das auch sein. ich habe hier 125.000 Tagessatz. Ah nee, und genau 29.900. Krass. Kann man ja eigentlich auch so irgendwie Statistik von der Crew sehen? Ja, genau. Hier, meisten außer Gefecht gesetzt, Sturmwaffel. Höchste Präzision, Sturmwaffel. Mhm. Nein, das heißt, Sturmwaffel, das heißt, du warst am meisten außer Gefecht gesetzt. Richtig. Nach Schnauze. Du bist dreimal down gewesen. Lass mich doch einmal wenigstens irgendwas haben. Genau, höchste Anzahl von Kills. Das ist das, was wirklich zählt. Die Schnauze. Treffergenauigkeit bei der Crew, Überlebende im Team, 3 Stück. Ach, krass, ich sagen wollte noch ganz kurz, ist auf jeden Fall, wenn du man bedenkt, 46, ich habe 41. Viele Spiele 60 Euro kosten, weißt du, die bei weitem nicht so viel Spaß machen wie das hier. Ihr kriegt auf jeden Fall noch DLCs dazu und sowas. Ey, 30 Euro, kauft euch dieses Spiel, das ist grandios. So sieht's aus, ganz einfach. Auf jeden Fall. Richtig, genau. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir uns verabschieden für die nächste Folge. Wenn ihr vielleicht irgendwie noch einen Wunsch habt, dass wir vielleicht eine bestimmte, wenn ihr schon gespielt habt, vielleicht irgendeine bestimmte Map machen sollen. Oder wir wieder irgendwas falsch gemacht haben. Ja, vielleicht. Ausgeht, denn wir haben gewonnen, was ist los? Richtig, nächsten Gardinen, wo wir das... Die nächsten Gardinen runterlassen können. Die Markise ausfahren können, ne? So, das müssen wir dann auch wissen. Genau, sehr gut. Cool. Herrlich, ja gut. Ja, hat Spaß gemacht. Ich mache noch ein bisschen rum und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Bergmann. Tschüssikowski. Euer Bergmann, eure Sturmwaffe. Euer Sergeant. Ich bin raus.